Willkommen zurück zu Octopath Traveler. Im heutigen Part wollen wir diesen Kampf gegen Steora, hieß sie doch, glaube ich, die Stannseherin nochmal probieren. Im letzten Part habe ich den Kampf hier abgebrochen. Nicht, weil ich gestorben bin oder so, sondern, weil ich irgendwie schon keine Aussicht mehr auf Erfolg hatte, beziehungsweise Erfolg wäre schon noch irgendwie möglich gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das Ding war einfach, ich habe mir so gedacht, okay, der Part ist ja schon relativ lang und der Kampf wurde auch ein bisschen nervig, weil sie halt irgendwie, super, sehr viele anstrengende Effekte hatte und auch diesen Schutz vor, physischen Angriffen und so, und deswegen habe ich mir gleich gedacht, okay, komm, weißt du was, machen wir es anders, fangen wir den Kampf im nächsten Part noch von vorne an und machen den diesmal besser, so. Und ich habe heute tatsächlich voll die Taktik einfach, und zwar haben wir die Fähigkeit, Abwehrschleier, und das reflektiert Magie, aber nur auf einen Verbündeten. Ah, okay, das ist doof. Ich dachte, das würde auf alle gehen, eventuell. Ah, okay. Gut, ja, dann... Auf wen machen wir das dann? Ich wollte das jetzt schön auf alle Verbündeten machen, aber... Das geht scheinbar nicht. Okay, das macht meine Taktik gerade schon wieder kaputt. Das macht meine Taktik gerade kaputt. Machen wir das mal auf Ophelia, einfach mal. Ja, da ist wieder ihre dämliche physische Reflexion. Und jetzt kann sie halt einfach alles, was ich einem physischen Schaden zufüge, zurückwerfen. Das ist doof. Ja, okay. Machen wir jetzt sowas hier. Und du machst mal das Gleiche auf... Mach's mal auf Orphan. So. Ja, das bringt jetzt nichts, wenn ich hier irgendwie... physisch angreife, deswegen mache ich einmal das hier, auch wenn so 7 Schadenspunkte macht. Wir können mal gucken, ob du noch andere Elementarschwächen eventuell hast. Hier haben wir mal einen Eisseenstein. Ja, direkt mal einen M-Stein, komm. Ah, guck mal an. Ha! Und der kommt jetzt zurück auf dich. Bam. 1600 Schaden. Ist auf jeden Fall ordentlich, muss man mal so sagen. So, Abwehrschleier auf Obrig. So. Gleichgewicht wiederherstellen. Ah, das macht die Fähigkeit wieder weg. Okay, alles klar. Ja, das hatten wir im letzten Part auch schon mal, den Skill. So, endlich mischen. Das ist jetzt doof. Das ist echt doof. Das ist jetzt ziemlich doof. Hey, warum hat jetzt Orphan keinen verloren? Der hätte doch jetzt einen Abwehrschleier verlieren müssen. Das verstehe ich gerade nicht. Egal. So. Ja. Müssen wir jetzt weiter. Langsam aber sicher brechen, sag ich mal. Ha, der kommt jetzt auch auf dich zurück. 2000 sogar, nice. Und der bufft ihre Abwehr, das gefällt mir nicht. So, weißt du was, machst du meine Heiltraube M auf Ophelia? Er hat gerade ein bisschen Schaden, deswegen ist es ganz gut. Moment. Kann es sein? Okay, nee, alles klar. Nur Runenfürstenfähigkeiten. Ich wollte gerade die Transferrune machen und gucken, ob das auch funktioniert. Aber nee, alles klar. Das geht nur mit der, Dings. Über 3 Runden meiner Fähigkeiten als Ausgleichung und sie zweimal ausgelöst. Okay, nee. Ist auch nicht so gut. Ja, okay, aber die Taktik scheint ja halbwegs zu funktionieren. Und da ich eben 2 Kleriker im Team habe, können wir das Schutzschild auch immer so ziemlich wieder zurückholen. Falsch. So. Oh, guck mal, aber... Nee, sie hat die physische Reflexion noch, oder? Ich wollte gerade sagen, sie hat es gar nicht mehr, aber doch hat sie noch. Geht das wieder weg, wenn ich sie breche, eventuell? Ah, okay, das Schutzschild geht aber auch nach einer Zeit lang wieder weg, scheinbar. Das ist uncool.
Also, klar, das ist weg, das ist klar. Aber ich meine halt, es geht halt wieder weg im Sinne von, wenn mehrere Angriffe auf einmal drauf prallen. Das ist tatsächlich ziemlich doof. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Aber okay. Ja, das bringt dir jetzt eh nichts mehr. Ich habe gerade eh keine Buffs oder sowas drauf. So, die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, wie ist das, wenn sie gebrochen ist, geht dann diese scheiß physische Reflexion da wieder weg? Das frage ich mich gerade. Ich habe mir halt voll gedacht, boah, jetzt mache ich hier mega die epische Taktik, indem ich diese Reflexion hier drauf packe. Mit dem Abwehrschleier. Aber das bringt halt gar nichts einfach, weil... Ja, das ist eh... Ach, ich bin dumm. Er hat doch gerade... Oh, bin ich dumm. Er hat doch das Gleichgewicht gehabt. Okay, jetzt brechen wir sie mal und hoffen mal, dass dadurch diese Reflexion weggeht. Ich glaube ja, oder? Ich glaube ja. Jetzt hätte ich halt ganz schon... Oh, scheiße, jetzt hätte ich ganz gern schon die Runen drauf gehabt. Aber okay, auf Ophelion, auf Sirion... Stimmt, sie kann auch gerade gar nicht eine Transferrune machen. Stimmt. Okay, das geht auch gerade gar nicht, weil diese... Das Zeug oben hat. Okay, dann heilst du in der Runde erstmal. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt kommt der große Test. Okay, es ist... Ist es weg? Ist es weg? Ist es weg? Ja, perfekt, okay. So, dann machst du jetzt in der Runde die Eulensäure drauf. So, um deine Abwehr zu debuffen. Beziehungsweise wieder zu normalisieren. Weil du hattest ja jetzt eh gebuffte Abwehr. Ich könnte jetzt natürlich mit ihm Eulensäure drauf machen, dass Albrecht gleich noch mehr angreifen kann, aber ganz ehrlich, nee, komm. So, machen das einfach so. Wie viel Schaden machst du jetzt? Boah, 15.000, nice. Aber derzeit, ich weiß, auch ziemlich viele Lebenspunkte. Deswegen, könnte der Kampf wohl ein bisschen länger dauern, definitiv. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Ich würde sagen, einfach mal... Heiliges Licht oder so. Ja, macht wenigstens ein bisschen Schaden. Besser als nichts. Das ist sehr gut. Das wiederum nicht. Ohoho, nein. So, sie hat jetzt keine Buffs oder sowas drauf. Das heißt, jetzt können wir richtig schön sowas hier reinhauen. Voll in die Fresse, du blöde Kuh. Ja, jetzt ist die Frage, hast du irgendwelche anderen Schwächen noch? Also, ja, ihr habt jetzt auch ihre ganzen Schwächen gewechselt scheinbar wieder. Mach du mal ein Korb für anregender Flaum. Wobei, ach scheiße, es ist eigentlich unnötig gewesen. Ich dachte, dass mehr Leute weniger Dings hatten, aber okay, halt nicht. Gut, FP stehen. Jetzt könnte Albrecht sie sogar in der nächsten Runde schon brechen. Auch nicht der Scheiß. Das ist einfach nur uncool. Ich hasse das sehr. Oh ja, das nervt. Bam, 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 bam. Okay, du machst die Verwirrung weg bei ihr, bitte. Aber ja, der Versuch hier... Oh. Hat die gar nicht gewirkt? Oder ging die weg wegen dem Gleichgewicht? Hat sie sich damit quasi selbst geschadet? Kann das sein? Ich glaube... Okay, dann machen wir es jetzt so, dass du, mal auf mehr heilen gehst. Ja. So, und du machst jetzt für die Runde den Verweiler auf dich selbst. Oh, oh ja, düm, 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 düm. Und du heilst jetzt nochmal, weil wir noch ein bisschen Schaden haben. Gut, und jetzt bringt Albrecht sie oben. Also, nein, machen wir nicht, aber...
Er stiehlt ein paar schöne FP und bricht sie damit. Bam! Das ist sehr gut. Oh, oh ja. Was macht das denn nicht nochmal? Ach genau, stimmt. Nee, das will ich doch nicht. Bringt's eigentlich was, dich zu vergiften? Geht das? Nur mal so random gefragt. Ja, das geht sogar. Oh, nett. Nett. Düpp, 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 düpp. Und du machst dir eine Säure. Ja. Die Rune bringt jetzt vor allem nichts mehr, aber komm, was soll's. Hätte ich vorher machen sollen, wo ich geheilt habe. Das war eigentlich dumm. 1700 Schaden durchs Gift ist doch vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. 36 Schadenspunkte. Ja, genau, 36 Schadenspunkte. 36.000 meinte ich. Das musste ich gerade mal ganz kurz screenshotten. Ja, du nur 15.000. Also nur in Anführungszeichen. Das ist schon krass und so. Gut, und du haust eine Amputation raus. Hack ihr das Bein ab, bitte. So, und jetzt machen wir halt noch irgendeine Rune drauf. Warum nicht machen wir mal die Eisrune? Da, 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 da. So, nochmal Giftschaden, sehr gut. Oh. Was haben wir jetzt für eine Schwäche? Okay, wisst ihr was? Ich weiß, was das für eine Schwäche ist. Ich habe mir vorhin nämlich ein Video zu dem Kampf angeguckt. Wenn sie nur ein Ding hat, ist die Schwäche Schatten. Das weiß ich. Aus dem Video, wie gesagt. Das ist jetzt ehrlich gesagt ein bisschen doof, weil ich habe jetzt halt Eis draufgepackt. So. Kann ich jetzt mit Ophelia noch eine andere Rune draufpacken? Funktioniert das? Das wäre jetzt wichtig zu wissen. Dunkelrune. Haben jetzt alle zwei Runen oder geht die Eisrune weg? Okay, die Eisrune geht weg, aber ist mir egal. Ist mir egal. So, wir machen jetzt mal FP stehlen. So, und dann müsste jetzt Schatten die Schatten sein. Genau, perfekt. Wie gesagt, habe ich in einem Video gesehen. Zu dem Kampf. Da habe ich weil auch die Taktik mit dem Abwehrschleier. Aber das Ding ist, der hat das irgendwie hingekriegt in dem Video. Ich hab halt nicht wirklich aufmerksam aufgepasst. Das ist das Problem. Der hat es irgendwie in dem Video hingekriegt, dass der Abwehrschleier auf alle geht. Wahrscheinlich mit irgendeiner Fähigkeit von irgendwem anders. Und das habe ich halt nicht gemacht. Und deswegen ist die Taktik bei mir in dem Kampf nicht wirklich aufgegangen. Das hätte ich halt wissen müssen, dass man da noch eine andere Fähigkeit für braucht, scheinbar. Das jetzt? Keine Ahnung, was das war. So, du machst jetzt den Verweiler logischerweise. Und dann brechen wir dich nächste Runde, meine Gute. Du haust jetzt so drauf. Oh, 8000, nice. Das ist sehr gut. Und sie ist sogar schon rot. Ja, dann sollten wir sie jetzt in der Runde hoffentlich umbringen. Das wäre sehr gut. Yes! Okay, ich wollte jetzt mit Ulrik brechen in der Runde eigentlich. Ja, okay. Das ist eigentlich das Scheiße, das passiert ist. Weil hätte ich jetzt mit Ulrik gebrochen, wäre sie für zwei Runden gebrochen gewesen. Jetzt ist sie halt bloß für eine Runde gebrochen. Ja, was soll's. Trotzdem sollte er es umbringen. Weil er macht ja jetzt so schon 30.000 Schadenspunkte. Dann kommt noch 35.000 sogar. Jetzt kommt noch eine Rune hinterher. Zwar nicht so stark, aber trotzdem. Und jetzt greife ich mal noch mit dem Zeug hier an. Oh, ich habe gar nicht geboostet. Ups, ich Idiot. Na, was soll's. So, hier nochmal 1600. Und jetzt kommt nochmal, Evos Abrechnung. Nochmal richtig krass. 15.000. Ja, und da ist er auch weg. Okay, alles klar, perfekt. Ja, das Ding gekriegt. Da musste ich gar nicht die Taktik aus dem Video benutzen. Gut. In dem Video hat sie sich quasi selbst umgebracht, weil halt dieser... diese Reflexion immer diesen Sternenschnuppenangriff abreflektiert hat, wo sie halt dreimal trifft und deswegen hat sie sich halt immer mehr als 12.000 Schadenspunkte quasi selbst zugefügt, damit da das reflektiert wurde. Und euch, da ihr euren Wert bewiesen habt, übermittle ich das Wissen des Himmels. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was für Schönes bekommen. Sternseher, klasse, sehr schön.
Und die Frage ist, was kann die denn jetzt eigentlich? Ich würde sagen, wir testen die mal. Wir testen die bei Tressa aus. Weil ich werde jetzt hier rausgehen, zurück nach Große Hude. Und dort fangen wir mit Tressas Kapitel an. Das klingt doch voll nach einem Plan, oder? Ah, die Musik war so geil. Stimmt, ich erinnere mich. So. Weil ich wollte jetzt eigentlich auch Ophelia die Fähigkeit geben, aber dann müsste ich wieder ihre Ausrüstung danach ändern, wenn ich die wieder wechsle oder so. Deswegen mache ich es einfach so, dass ich die Tressa gebe. So. Dann muss ich einmal hier runter. Oh, wir haben riesige Plänke. Warum das denn? Overrake, alles in Ordnung. Ihr bewegt euch so vorsichtig. Oh, mein Rücken schmerzt entsetzlich. Die letzten Tage waren sehr anstrengend. Soll ich mal einen Blick drauf werfen? Wenn es euch nichts ausmacht, Orphan. Haha. Wie lautet die Diagnose, Orphan? Das bekomme ich schon wieder hin, keine Sorge. Ich werde eine Salbe anmischen, die euch hilft. Ihr müsst allerdings ein wenig kürzer treten. Nun gut. Nee, nicht gut, Orphan. Ich benutze dich ja hauptsächlich im Kampf. Ihr kennt euch wirklich gut aus, Orphan. Vielleicht könnt ihr mir auch helfen. Wisst ihr, meine Schulter ist in letzter Zeit sehr steif. Überlasst das mir, Primrose. Steife Gelenke sind meine Spezialität. Alles klar. Beugt euren Arm einfach so. Genau. Und dann massiere ich diesen verspannten Muskel hier. Oh, das tut wirklich gut. Ah, viel besser. Ich habe euch ja gesagt, dass ich alles hinbekomme. Ihr müsst nur fragen. Apotheker ist äußerst nützlich. Ich bin froh, einen Apotheker dabei zu haben. Du kannst selbst noch Apotheker werden, Prim. Ach, weil sie jetzt hier steht, scheinbar. Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Alles klar. Gut, dann holen wir uns jetzt ein Tressa ans Team, würde ich sagen. Und gucken mal, wie ihr letztes Kapitel verlaufen wird. Nehmen wir raus. Ich mag es, wie Cyrus und Prim voll im Partnerlook sind. Nice. So, ja, Albrecht wieder muss dran glauben. Tut mir leid, Albrecht, aber Tressa ist mir gerade ein bisschen wichtiger als du. Also eigentlich nicht, aber egal. Kann ich bei dir irgendwas Geiles lernen? Das ist spannend. Also wir lernen mal beides hier, dass wir unten die Fähigkeit bald lernen können. Führt einen nicht elementaren Angriff auf einen Gegner aus und gewährt Gil oder Geld. So ist es zum Beispiel bei Final Fantasy Gil. Geld gemäß dem zugefügten Schaden. Okay, das ist interessant, aber naja, auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber okay, was soll's. Gut, dann testen wir jetzt mal bei Laufbahnen, was der Sternseher kann. Hier ist der ja. Wahrsagung, Sternlied, himmlische Intervention, ätherische Heilung. Die kann auch heilen. Das ist mega gut. Ich würde sagen, ich lerne direkt mal. Gewährt allen Verbündeten 2 Runden lang GP-Regeneration. Ah, das ist nice. Also quasi so eine. So ein Regener, sag ich mal, in Final Fantasy-Sprache. Was haben wir noch sonst? Erhöht die Chance eines Verbündeten auf einen kritischen Treffer. Okay. 2 Runden Verbesserung für physische Inventarverteidigung. Okay, interessant. Ups. Verhindert 2 Runden. Okay, nice. Und. Ah, alles klar. Ja, klingt auf jeden Fall gut, aber das ist das Sinnvollste erstmal, würde ich sagen. Definitiv. Okay, hast du noch geile Hilfsfertigkeiten? Deckung, nein. Das ist auch geil. Habe ich irgendwas, was ich rausnehmen kann? Das am ehesten. Das würde ich rausnehmen. So. Gut, dann fangen wir jetzt an mit Tressas Kapitel, würde ich sagen. Geschichte lauschen, Tressa. Du kommst in Große Hude an, Du kommst in Große Hude an, in dem große Aufregung wegen der Auktion herrscht. Dort wird dir schließlich klar, was dein wahrer Schatz ist. Stimmt, es ging ja um den wahren Schatz irgendwie, ich erinnere mich. Let's go! Sehr schön, das Bild hier. Was bisher geschah? In Victor's School traf Tressa
Tressa. Tressa wieder mit Captain Leon Bastral zusammen. Er erzählte von einem guten Freund aus seiner Zeit als Pirat. Und er erzählte ihr vom Eldred, dem wertvollsten Besitz dieses Mannes. Tressa machte sich auf und beschaffte ihn. Aber Leon wollte das Geschenk nicht. Er wollte das Geschenk nicht. Denn er hatte seinen wertvollsten Schatz schon gefunden. Das Schiff seines alten Freundes und ein neues Leben als Händler. In jedem Herzen gibt es nur für einen wahren Schatz einen Platz. Also, welcher war ihrer? Tressa wurde klar, dass sie immer noch keine Antwort hatte. Unverzagt machte sie sich auf den Weg nach Große Hude, den Eldred in der Hand. Und so traf sie auf der Händlermesse ein. Alles klar. Ich kann es kaum glauben. Endlich bin ich hier. Das ist echt ein sehr schöner Ausblick. Ich hoffe, du bist bereit für mich, Händlermesse. Definitiv nicht. Das ist unglaublich. Hier sind Händler und Schätze aus aller Welt. Dort wird bestimmt die Auktion abgehalten. Hey, ich kann das kaum erwarten zu sehen, was sie anzubieten haben. Hey. Seht nur das, Tja. Windham, keine Ahnung. Windham? Wie der unglaublich reiche Aristokrat? Höchst persönlich, Fräulein. Man munkelt, der habe so viel Geld, dass er sich ein eigenes kleines Land kaufen könnte. Angeblich investiert er auch eine schöne Summe in die Messe. Der Linke wahrscheinlich, oder? Ja. Willkommen, Herr Windham. Nur die seltensten und schönsten Schätze erwarten euch hier. Ich bin sicher, ihr werdet etwas finden, das eure Tochter gefällt. Damit rechne ich fest. Ich werde jeden Preis zahlen, um sie glücklich zu machen. Aston Windham. Oder Windham, ich habe keine Ahnung. Windham, keine Ahnung. Hä? Einer der Höhepunkte der Messe ist ein Wettbewerb. Die Händler zeigen Herrn Windham ihre edelsten Stücke. Und als Geschenk für seine Tochter wählt er den dann das Allerbeste aus. Die Höhe der Belohnung beläuft sich auf 1 Milliarde Blätter. Was? Eine Milliarde? Das heißt, er investiert nur wegen des Wettbewerbs in die Messe. Diese Summe müssen einem doch irgendwann zu Kopf steigen. Ich verstehe das nicht. Wenigstens ist deine Tochter glücklich. Ich frage mich allerdings, wie er den Gewinner auswählt. Keine Ahnung. Also, jetzt bin ich aber neugierig. Ob der Eldred wohl reichen wird? Wenn es gelingt, mich hier zu beweisen, werde ich wissen, dass diese Reise nicht umsonst war. Es gibt wohl nur einen Weg, dies herauszufinden. Ha. Ich werde mal einen Blick auf die Konkurrenz werfen. Oh no! Are you all right? Yes, thank you. But please, don't worry yourself. I can walk on my own 2 feet. Okay. If you say so. Ah! Are you sure you're okay? Here, have some water. Thank you so much for your kindness. You don't have to thank me. I'm Tressa, by the way. I'm a traveling merchant. A
traveler. I'm Noah. It's a pleasure to make your acquaintance, Miss Tressa. You don't have to be so formal. Tressa works just fine. I see. Tressa. See? That's not so hard. How are you feeling, by the way? Better, thank you. I thought I could make it just a bit further. My legs have always been weak, you see, so I never strayed too far from home. That I've always longed to see the world. I just know there are countless wonderful things out there waiting to be discovered. This girl reminds me of me. But the rest of the world was always out of reach. Eventually, I realized that my dream would forever be just a dream. I came here by sheer willpower alone. I hoped I'd find something to help make my dreams come true. Something precious I'd treasure forever. Treasure? Oh! Herrin, da seid ihr ja! Herrin? Gil. Es tut mir leid, dass ich dir Sorgen bereitet habe, Gil. Und wer ist diese junge Dame? Tressa. Sie heißt Tressa. Sie hat mir geholfen. Oh. Alle Achtung, Fräulein Tressa, dafür bin ich euch zutiefst dankbar. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich heiße Gil und stehe im Dienst der Familie Windham. Oh. What? Die Familie Windham? Ich würde mich für eure freundliche Hilfe gerne erkenntlich zeigen, aber ich fürchte, wir müssen weiter. Lasst uns zur Auktionshalle gehen, Herrin. Thank you so Natürlich, Gil. Much. Vielen Dank, Matressa. Ich bin einfach nur froh, dass es dir gut geht. Wir sehen uns, Noah. Das ist spannend. Das ist also die Tochter. Noah. Noah ist die Tochter von Herrn Windham. Ja. Was bedeutet, dass dieser ganze Wettbewerb nur für sie stattfindet? Richtig. Wer ist das denn? Vielleicht hat die mit dem Boss aus dem Kapitel zu tun. Allgemein bin ich gespannt, wer das sein wird, weil wir haben ja keine Ahnung. Ist es der Windham-Typ vielleicht? Ist er böse? Aber nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Wirkt nicht so. Also irgendwer Neues muss es sein. Den wir noch nicht kennen. Möge die Flamme sie wärmen. Ophelia, bildet ihr für Noah? Ja, ich glaube nicht, dass wir uns zufällig getroffen haben. Das Schicksal hatte seine Hand im Spiel. Ich möchte, dass sie weiß, was Glück bedeutet. Sie musste sehr mutig sein, um es so weit zu schaffen. Mit Gold und Geld kann man nicht alles kaufen. In der Tat, wir haben alle unsere Ängste und Sorgen. Und die Dinge, die wir schätzen. Ja, ich weiß nicht genau, wonach Noah sucht. Aber ich hoffe, dass sie es findet. Das hoffe ich auch. Okay. Ach ja, ich finde das echt immer sehr schön. So, was will ich hier? Wir müssen in den Jahrenstadtteil. Auf dem Marktplatz. Die Musik ist echt richtig cool. Und noch mehr Reisegeplänke, yay. Hey. Ah, sie sind euch also aufgefallen. Na klar, was? All diese üppigen Waren, die nur drauf warten, mitgenommen zu werden. Ich weiß, es ist, als ob sich meine Augen an den vielen Sachen ringsherum einfach nicht satt sehen können.
Wertvolle Korallen, Riesenperlen, Saphire, verzierte Filigranarbeiten aus Metall, vom Meisterhand gemacht. Und diese Keramikwaren, der makellose Handwerkskunst sieht man nicht jeden Tag. Ihr meint diese Tassen und Schüsseln, was können sie wohl wert sein? Nun, sie sind aus edelstem Weißporzellan angefertigt, sehr selten, sehr kostbar. Ha, ich schätze, ihr kennt euch ein wenig aus. Genau wie ihr, zumindest was Juwelen betrifft. Ein Dieb, der Gold nicht vom Kupfer unterscheiden kann, bringt es in diesem Beruf nicht weiß. So wie ihr das sagt, sind unsere Berufe anscheinend doch nicht so verschiedene. In der Tat, wir haben mehr gemeinsam, als es erscheinen mag. Ja, irgendwo schon. Ich wette, der Stein, den Tresser hat, der... Ich habe jetzt den Namen voll vergessen, ich Idiot. Der wird am Ende auch irgendwie wichtig und irgendwas mit dem Phoenix-Tor zu tun haben. Weil eigentlich hat er jetzt so ziemlich jedes Kapitel irgendwie mit dem Phoenix-Tor zu tun gehabt. Außer das von Hanit, da die Geschichte hatte überhaupt nichts damit zu tun, glaube ich. Außer eventuell vielleicht kommt Rotauge da irgendwie her aus dem Phoenix-Tor oder so. Kann das sein, keine Ahnung. Aber wenn ja, wissen wir es nicht. Oder es wird noch gesagt, oder keine Ahnung. Ja, und... Die von Albrecht hatte was damit zu tun gehabt? Hatte die von Prim was damit zu tun? Das weiß ich auch gerade nicht. Und ich glaube, die von Orphan auch nicht. Oder zumindest wurde noch keine... Noch keine Verbindung hergestellt. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Im Finale dann halt. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber irgendwie würde das Finale mit dem Phoenix-Tor zusammenhängen. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das kam, wie gesagt, in fast jedem Kapitel vor. Schätze, überall Schätze. Oh, das ist Geschirr aus dem Haus. Zenidhi. Zenidhi, was auch immer. Und das sind Handtücher von René, purpurrote Edelsteine, Goldmünzen aus Belmont. Auf dieser Messe kann man wirklich alles finden. Ich schreibe besser alles auf, bevor ich es wieder vergesse. Oh, da ist die wieder. Die hat rote Augen, oder? Was sieht jetzt noch so aus? Vielleicht ist die der Boss, wie auch immer das ist. Entschuldigung, Fräulein. Oh, hallo. Kann ich euch irgendwie helfen? Mir kommt dieses Notizbuch recht bekannt vor. Würde es euch etwas ausmachen, es mir zu zeigen? Nein, mach's nicht. Sie klaut es dir. Nur einen kurzen Moment, wenn es euch recht ist. Klar, übrigens habe ich euren Namen nicht ganz verstanden. Endlich, meine Suche hat ein Ende. Ich wusste es. Eure Suche? Yes. Ja, bitte nehmt dies als Dankeschön. Boah. Ja. Ey, das gehört mir. Jetzt nicht mehr, kleines Mädchen. Und noch ein Rat, bevor ich verschwinde. Vergiss, dass du dieses Je... Dass du dieses Je-Buch gesehen hast. Das ist bei meinem Besten. Wie kann denn so ein Fehler passieren? Also, ich meine, so Tippfehler kann ich noch verstehen, oder... ja, manchmal ist halt die Grammatik auch ein bisschen kaputt in Sätzen, das ist klar. Wenn man halt zum Beispiel einen Satz formuliert, aber einem währenddessen vielleicht eine bessere Formulierung für den Satz einfällt und man vergisst, irgendwas zu löschen. Aber wie kann denn sowas passieren, dass man zwei Wörter komplett vertauscht? Egal. Wartet! Mein Notizbuch! Ich muss das zurückbekommen. Ja. Deutsch... kann die gute Frau scheinbar nicht so gut. Ah, wo ist sie hin? Was ist hier los? Jetzt kommt wahrscheinlich der Windsam-Typ, oder? Oh, da ist Ali, oder wie ist hier so Ali? Was machen die vielen Leute denn dort? Your attention, please? Ich bin aufmerksam. Nochmal. Ich bitte um Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Ihr solltet keinesfalls verpassen, was nun folgt. Diese Stimme kenne ich doch. Ein erstklassiger Artikel für eine erstklassige Dame, wie ihr es seid.
Nun, das klingt schon ziemlich spektakulär. Es ist Ali. Hier ist er, Leute. Der erstaunliche Glücksteppich des Hauses Kafka. Für jene, die noch nie davon gehört, die noch nie davon hörten, will ich die Geschichte dieses einzigartigen Stücks erzählen. Das ist bestimmt voll die Fake-Ware. Die Kafkas sind berühmte Aristokraten aus dem Norden. Vor einigen Jahrzehnten bot ein Kunsthändler der Familie einen ganz besonderen Teppich an. Von dem Moment an, als er ihre Räume zierte, veränderte sich ihr Leben für immer. Die Geschäfte florierten, die Gewinne stiegen und im Laufe der Zeit wurde sie mit 6 wunderbaren Kindern gesegnet. Wer ist sie? Meint ihr jetzt halt die Mutter aus der Familie oder was? Oder allgemein die Familie? Egal. Mit jeder Erinnerung, die alle miteinander teilen konnten, wurde die Familie offenbar immer glücklicher. Sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause lief alles besser als je zuvor. Und es war genau dieser Teppich, der das Glück in ihr Leben brachte. Wer weiß, mit diesem Stück in eurem Heim könnte sich auch bei euch die Glückssträhne einstellen, genau wie bei den Kafkas. Und warum haben die den Teppich dann weggegeben? Das Eröffnungsgebot liegt bei schlappen 10.000 Klettern. Ich gebe euch 15. Ja, ich hatte 20.000. Verkauft's. Danke sehr. Dieser Händler kann gut mit Worten umgehen. Er könnte eine Handvoll Sand wie Gold aussehen lassen. Was du nicht sagen kannst, er hat selbst in mir die Begierde nach diesem Teppich geweckt. Warum war das jetzt alles ausgeschwärzt? Egal. Was für ein erfolgreicher Tag. Schön, dich hier zu sehen. Freut mich zu sehen, dass du dich kein bisschen verändert hast, Ali. Ha. Und du bist? Hey. Tressa, erinnerst du dich nicht? Wir haben uns in Kamprock getroffen. Greenpea. Ich wollte dich nur auf den Arm nehmen, Grünschnabel. Wie läuft das Geschäft? Stimmt irgendetwas nicht? Du bist doch nicht immer noch sauer, dass ich dir alle Kunden weggeschnappt habe, oder? Nein, das ist es nicht. Dir wurde dein Notizbuch gestohlen? Ha. Aber wenn die Frau das wollte, muss da ja irgendwas Wichtiges drin stehen. Wie gesagt, das Phoenix-Tor. Vielleicht wieder irgendwas über das Phoenix-Tor drin. Haha, welcher Mensch würde schon das Notizbuch... Was lachst du denn so komisch? Als anderen stehlen. Das ist nicht lustig, es war mir wichtig. Aber diese Frau hat gesagt, es liege in meinem eigenen Interesse, es zu vergessen. Jetzt wird die Geschichte interessant. Naja, ich schätze, ich habe für heute genug verkauft. Hä? Ich werde dir helfen, mein Notizbuch zu suchen. Immerhin stehe ich in deiner Schuld. Ali. Thanks. Danke, du scheinst ja doch in ganz Ordnung zu sein. Das nennst du ein Lob? Da musst du aber noch viel lang, Grünschnabel. Da ist sie. Ah! Das ist sie. Wo? Da, mir nach! Okay. Aber der Frau folgen wir am nächsten Part, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zu mehr Octopath Traveler. Bis dann und ciao, Abbey Road. Tschüss.